Hallo Leute, ihr habt angefangen, jonglieren zu lernen, schafft die ersten paar Würfe, stoßt allerdings auf Schwierigkeiten. Beispielsweise, die Bälle wandern von dir weg nach vorne. Welche Möglichkeiten hast du? Du kannst dich beispielsweise vor eine Wand stellen und jonglieren. Oder aber versuche, während des Jonglierens rückwärts zu laufen. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Bälle von dir wegrennen. Ein weiterer guter Tipp, den ich meinen Schülern immer mit auf den Weg gebe, ist folgender: Zähle, damit du weißt, wo deine persönliche Bestmarke liegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann weißt du, 7 ist dein persönlicher Level und beim nächsten Mal, spätestens morgen, schaffst du 8 oder noch mehr Würfe. Ja, was gibt es noch? Um einen Jongliertrick einzuüben, kannst du dich gezielt bewegen. Mache einen Schritt nach vorne, zur Seite, zurück und so weiter. Du kannst auch in der Gegend umeinander spazieren. Und du kannst den Trick natürlich variieren. Bewege deine Arme nach links oder rechts. Bewege sie nach oben bzw. nach unten. Du kannst auch versuchen, möglichst weit vorne zu jonglieren. Wenn ein Ball mal runterfällt, lächle, heb ihn wieder auf und fange von vorne an. Natürlich lässt sich jedes Muster in die Breite ziehen oder auch sehr, sehr schmal. Du kannst die Geschwindigkeit verändern, indem du die Bälle nur sehr kurze Zeit in der Hand hältst, beziehungsweise sehr, sehr langsam. Und diese Varianten gelten für alle Tricks. Natürlich kannst du auch probieren, die Arme zu überkreuzen. Du kannst dich auch auf den Rücken legen oder nach oben jonglieren. All das Varianten für einen Trick. Viel Spaß dabei!